Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. So, Freunde, die Quest mit Ghoul im Ei haben wir abgeschlossen. Die müssen wir jetzt nur noch abgeben bei ihm. Talmor ein blaues Auge verpasst. Und ja, da machen wir uns jetzt ganz schnell auf den Weg. Wir waren ja auch zwischenzeitlich noch beim Verrückten. Und haben wieder ein dätrisches Artefakt höchstwahrscheinlich gekriegt. Also ich denke, lass uns doch... Habe ich da schon wieder einen Drachen gesehen? Wabajak hier, genau, der ja Wabajak. Ein Energiestoß von Wabajak mit einer unvorhersehenden Wirkung. Ja, geil. Coole Sache. So, wie gesagt, jetzt muss man so cool im Ei noch diese Kiste gehen. Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Was? Mein wölfisches Grinsen. Aha. So. Wie ich sehe. Gut. Wir wollen ja nicht, dass der Käufer ungeduldig wird und sich anderweitig umsieht, nicht wahr? Richtig. Hier, nehmt das. Ich kann damit ganz sicher nichts anfangen, aber irgendwas muss ich euch ja für die Waren geben. Versucht ihr mich jetzt zu bestechen? Keineswegs. Ich betrachte das als Investition in eine Verlängerung meines Lebens. Ich sage euch alles, was ich über Gut Goldenglanz weiß. Sehr schön. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die mich als Makler für etwas Großes anheuern wollte. Sie hat mir einen großen Sack Gold ins Gesicht gehalten und sagte, dass ich nichts tun müsste, als Aringot für das Gut zu bezahlen. Ich habe ihm das Geld gebracht und dafür ihr Exemplar der Besitzurkunde bekommen. Hat sie gesagt, warum sie das getan hat? Überhaupt nicht. Ich stelle in der Regel auch nicht viele Fragen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Das versteht ihr doch sicher. Ja. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich sauer war, und zwar auf Mercer Frey. Das war's, nicht mein Name? In diesem Geschäft geben wir nicht viel auf Namen. Wer wir sind, wird dadurch bestimmt, wie viel Geld wir bei uns haben. Ich glaube, dass ihr lügt. Schaut, mehr weiß ich nicht. Ich habe nie versprochen, alle Antworten zu haben. Da unsere Transaktion beendet ist, werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Beschatte Ghoul im Ei. Okay, jetzt werden wir ihn beschatten. Für einen Veteran, das ist doch nicht zu viel verlangt. Ihr könnt doch sehen. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen buggy, kann das sein? Schatte Ghoul im Ei. Was passiert, wenn ich rausgehe? Was gibt's denn? Nichts. Wollte nur mal rausgucken, wie schön das Wetter ist. Ah, genau, der war nämlich verbuggt, siehst du? So, dann müssen wir den mal beschatten. Das wusste ich nämlich noch. Ich glaube, jetzt kommen wir in den Hafen.
Was gibt's denn? Nichts. Absolut keine Ahnung, wie die Quest überhaupt ging. Ich glaube, ich muss den einfach nur verfolgen. Ja, mitten am hellerlichten Tage. Ist auch nicht so das, ne? Vor der Quest wollte ich mich eigentlich immer drücken. Schauen wir mal. Genau, jetzt geht's ja. Oh, ist einfach. Ist, Leute, ehrlich, ich finde das einfach so schön. Die Welt von Skyrim. Echt, das ist. Boah, ich freue mich schon so riesig auf den sechsten Teil, ehrlich. Oh, wäre geil, wenn man schon so ein Beta-Dings kriegen könnte dann, ne? Das wäre richtig nice, dass man schon mal eine Beta reinschnüffeln könnte. Schnüffeln. Wir schnüffeln in die Beta rein. Aber wer weiß, es ist ja noch eine Weile hin, erst kommt. Gut, ich denke, muss es ein Drache. Ich weiß nicht mal, wie nah ich überhaupt komme auf den Typ. Eine der Wachen will gesehen haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Lagerhaus der Ostkaiser-Mönch gewesen. In meinen Augen hat er etwas zu viel Skorma getrunken. Was würde man sich eigentlich für den sechsten Teil wünschen? Ich weiß nicht. Es ist schon eh riesengroß, das Spiel. Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Und ich weiß es nur nicht. Ja, Jansivis. Jansivis. So, jetzt müssen wir hier das Ding ja noch aufknacken. Da haben wir das auch. Und jetzt müssen wir, glaube ich, vorsichtiger sein, ne? Boah. Ich mich jetzt erschrocken. Ist da jemand? Okay. Alles klar, wir sind ja nie alleine.
jemand? Schleichen verbessert auf 44. Okay, krass. Da hinten kommt schon wieder einer. Was? Was? Salzwasserkrotte. Na, herzlichen Glückwunsch dann auch für die Salzwasserkrotte. Abgeschlossen. Stelle gut im Ei zur Rede. Med, Med, Med. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Zwei, drei. Was hat er sich dabei nur gedacht? Was war das? Okay, das war jetzt ziemlich knapp. Oh Junge, hast du viel getrunken? Musst du kotzen? Oh, warte, ich klopf dir ein bisschen auf den Rücken.
Warte, ich erleichtere dich erstmal, da geht's besser. Glaub's mir. Okay, warte mal, jetzt brauchen wir doch mal einen Heiltrank. Hey. So. Ist da jemand? So. Eine Schaufel. Ich nehme die einfach mal mit. Ist da jemand? Hier drüben. Das war das alles. Okay, was hier sehen? Sieht jetzt nicht sonderlich gut für uns aus, ne? Also schon ein bisschen heftig hier drin. Gut. So, Freunde. Was bist denn du? Oh nein, Hund! Hund! Oh Gott. Oh je, Waffen. Da, Ladung. Ist ja nur. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall zu gutem Ei endlich mal kommen hier. Ist da jemand? Scheiße. Wir dran! Verdammt! Oh Gott. Ja, glatt ordentlich eins auf die Mütze gekriegt. Eben Erzschild. Nehmen wir mal mit, können wir verkaufen. Mein Junge, ich habe sie alle geschlachtet. Jetzt ist Schluss hier. Glaub's doch wohl. Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Sprich danach, wenn ich. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mercer. Nein, bitte. Das muss doch nicht sein. Ich erzähle euch alles. Na dann. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Ihr sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen. Und ihr helft ihr? Helfen? Nein, nein. Schaut. Ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Wo ist Carlia jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur: Zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Kaufurkunde. Tja, jetzt gehört sie mir, würde ich mal sagen. Da haben wir eine Statue. Band 2. Band 1.
Die Bücher nehme ich alle mit. Das machen wir gleich noch. Wir gehen gleich noch rüber. Ich nehme erstmal die Bücher mit. Wir haben noch eine Truhe, Experte. War klar. Fast richtig. Vielleicht nicht allzu viel. Ne, doch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Das war vielleicht schon zu viel. Haha. Ich werde immer besser. 14 Gold. Nee, was haben wir hier? Hokerfleisch. Hä, hier haben wir noch Hebel. Ach krass. Ein Geheimgang. Ach, guck einer an. So, warte mal, da oben ist auch noch eine Truhe. Mein Junge, du hast hier etliche Truhen, kann das sein? Meister. Okay, so schon mal nicht. So auch nicht. Das erst recht nicht. So, jetzt gibt es nur noch zwei Varianten. Variante 1 wäre die. Variante 2 wäre die. Okay. Oh, so schlecht sind wir ja gar nicht mal dabei. Okay. Okay. Ach, leck mich. Gibt's nicht. Ja, Dietrich haben wir genug. Gut. Ha, wir haben es auf. Sehr schön. Schlossknacken verbessert. Okay. Zwergenpanzerhandschuhe. 112 Gold. Oh! Amulett von Okay. Steigert die Gesundheit jetzt hin. Okay, cool. Zwergenpanzerhandschuhe. Ja, wir gehen hier in die Diebesgilde. Stahl. Altes Nordschwert, Stahl, Zwergenschwert. Wir haben hier noch ein paar Bücher. Ich hoffe, ich kriege sie irgendwie alle weg. Okay, warte mal, kommen wir da oben irgendwie hin? Hier, kaiserliche leichte Rüstung. Aha. Also der hat ja hier ordentlich was liegen, oder? Beschlagene Rüstung. Tja, mehr gibt es jetzt hier anscheinend nicht, oder? So, 23 Minuten. Okay. So, was auch folgendes. Wir gehen jetzt ganz schnell da hinten durch. Denn du? Hä? Könnte wohl wahr sein. Ziehe Himmelsrand. Okay, cool. Sauber. Oh, schön. Das war jetzt, das hat man jetzt gut in die Karten gespielt. Schwarzwasserkrotte entdeckt. Ach, nice. Da gibt es noch irgendeinen Leuchtturm. Können wir den vielleicht noch gleich entdecken? Was wir entdecken, das entdecken wir, weißt du wie? Den nehmen wir dann das nächste Mal mit. Ich gehe da jetzt nicht rein. Leuchtturm entdeckt. Okay, nimm Wurz, wir werden sterben. So, na dann prima. Würde ich sagen, ganz schnell zu Mörser frei. In die Diebesgilde.
Hey, da jetzt. Oh, Gott sei Dank. Puh, Freunde. Oh, so, meine Zeit ist ein bisschen eng bemessen. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und ja, damit endet jetzt auch mal wieder eine Aufnahmesession. Und ich speichere schon mal ab. Und ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Und lasst mir auf jeden Fall irgendwas in die Kommentare da. Und vielleicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Oder irgendwas übersehen habe. Oder wie sieht das aus, wenn ich die Hauptquest komplett beendet habe? Kann ich dann weiterspielen? Und alles Mögliche. Haut's mal unten einfach rein. Würde ich mich freuen. Also bis dahin. Ciao, ciao.